Jetzt gucken wir mal auf die Schlagzeilen der letzten Tage, in den letzten Monaten zum Beispiel, aber auch besonders in den letzten Tagen hören wir immer wieder von Insolvenzen deutscher Traditionsunternehmen und durch grüne Ideologie geprägte Diskussionen mit der Politik. Wie geht es denn der deutschen mittelständischen Wirtschaft momentan? Der Bundeswirtschaftssenat, dem ich als Generalsekretär vorstehe, ist sozusagen das Spitzengremium des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft in Deutschland, der größte mittelständische Verband. Im Bundeswirtschaftssenat sind die großen Unternehmen, die kennt man nicht alle, aber es sind Hidden Champions, sind wirklich leistungsstarke Unternehmen vertreten. Diese 370 Unternehmen in diesem Gremium machen 120 Milliarden Jahresumsatz und tragen Verantwortung, und das formuliere ich bewusst so, weil es im Mittelstand auch noch so gelebt wird, tragen Verantwortung für 1,2 Millionen Beschäftigte. Und natürlich bin ich ständig in Kontakt mit mittelständischen Unternehmen. Und ich kann Ihnen sagen, im deutschen Mittelstand als Rückgrat des Wohlstands in Deutschland geht es so schlecht wie noch nie. Und nicht, weil die allesamt irgendwelche Fehlentscheidungen getroffen haben. Man kann auch nicht nur auf die Politik schimpfen. Es ist ein Bündel von schwierigsten Rahmenbedingungen, mit denen mittelständische Unternehmen zurzeit zu kämpfen haben. Und ich arbeite daran mit vielen anderen Mitstreitern, dass wir versuchen, dass der Mittelstand nicht wegläuft, dass die nicht ihre Unternehmen schließen, dass sie sie nicht ins Ausland verkaufen, dass sie nicht selber weggehen, sondern dass sie weiterhin unternehmerische Lust haben, hier zu bleiben, und die nach wie vor in Deutschland, in deutschen mittelständischen Unternehmen enorm stark vorhandene Innovationskraft, die ist nicht weg. Aber sie braucht Rahmenbedingungen, mit der sie wieder richtig gut arbeiten kann. Nicht nur für die Bilanz des eigenen Unternehmens, sondern für die Bilanz in unserem Land, damit der Wohlstand für alle, die Arbeitsplätze gesichert ist.